Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind hier beim letzten Mal an der Hütte des abgeschiedenen Händlers ganz im Westen der Halbinsel der Tränen stehen geblieben. Und ja, wir hatten uns ja in der letzten Folge schon das Mausoleum angeschaut und ich denke, wir haben rausgefunden, was wir da machen müssen. Wir müssen uns um die Füße kümmern und da dieses weiße Zeug entfernen. Gut, darum werden wir uns auf jeden Fall kümmern, aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch etwas anderes tun. Wir steigen erst einmal auf Sturmwind und schauen mal ganz kurz auf die Karte. Wir hatten uns ja hier drüben bei dem Turm schon umgesehen, aber hier gibt es noch einen Bereich, den wir uns noch nicht angeschaut haben. Da würde ich gerne noch mal kurz auf jeden Fall vorbeischauen gehen. So, also da werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal hinreiten. So, muss da vorne direkt sein. Nehmen wir das auf jeden Fall mit, denn ich denke, wir kommen hier klar, ja, demnächst auf der Halbinsel der Tränen zu einem Ende. Von daher sollten wir uns das auf jeden Fall noch anschauen. So, oh, was haben wir hier? Oh, da steht ein Soldat. Oh, wir werden auch noch beschossen. Das ist nicht gut. Okay, das war aber der falsche Weg hier. Gut, ich glaube, wir müssen uns erstmal um die Soldaten hier kümmern. Gut, da waren schon mal drei auf einen Streich. Oh, kommt noch ein weiterer. Heute haben wir 5 und wir werden noch von oben irgendwie beschossen. Was haben wir denn da? Ach, da oben steht noch ein Soldat. Gut, da müssen wir da wohl hoch. Das haben wir ja gelernt, dass wir an die besser ranlaufen. Das ist das Einfachste. So. Gut, wenn es kein Mager ist in dem Fall. So, Freundchen, der tweetet mich. So, sehr schön, der ist ausgeschaltet. So, der hat uns dabei. Oh, da drüben ist ja noch ein weiterer. Okay, da müssen wir uns um den auch noch kümmern. Kann ja nicht sein, dass der uns hier angreift. Nun gut, wir hätten auch dran vorbeireiten können, denke ich. Aber muss ja nicht sein. Können wir ja mitnehmen. Und ein paar Runen können wir auf jeden Fall hier brauchen. So, der hat noch ein paar Bolzen hier gehabt, der eine hier unten. So, sollen wir mal sehen, dass wir an den rankommen. Oh, das sieht aber ungünstig aus. Ich glaube, wir nehmen mal Sturmwind. Aber wir können auch eigentlich vorbeireiten. Ja, okay. Hier trifft er uns nicht. Er kommt nie hinterher. In Ordnung. So, wir wollten uns ja eigentlich hier umschauen. So, hier von hier oben hat, ja, hier rauf, auf dieses Gebiet hatten wir von oben schon mal einen Blick geworfen. Und dann möchte ich mich hier einfach nochmal umschauen, ob wir hier noch irgendwas Interessantes vielleicht entdecken können. Was Interessanteres als Pilze auf jeden Fall. So, oh, hatte ich ganz vergessen. Tatsache, hier ist so ein Riesenoktopus. Aber wir haben ja drüben im Schloss Mornay etwas rausgefunden. Und zwar, dass solche Wesen, auf jeden Fall die Kleinen, sehr anfällig sind, auf jeden Fall für unsere Flammenschleuder. Ich würde mal sagen, das probieren wir bei dem Großen jetzt auch aus. Oder haben wir auch noch eine Libelle? Ich glaube, der Große hat uns schon gesehen. Oder eigentlich die Große wahrscheinlich. Ich nehme mal an, das ist so weit ähnlich wie die Brutmutter. So, jetzt kommt sie. Okay. Mal sehen. Und nochmal. Ich glaube, der geht ja ins Süd. Also wir machen auf jeden Fall mehr Schaden. Gut. Der liegt jetzt sicherlich nicht nur am Level, würde ich behaupten. Mal sehen, ob wir nochmal was ausrichten können. Okay, das hat jetzt nicht so viel ausgemacht. Das sieht so aus, ich glaube, wir müssen mal von vorne treffen. Mal sehen. Ja, das sah da ganz gut aus. Hat sich aber auch, glaube ich, zwischendurch geheilt gehabt, so wie das aussah. Bin jetzt nicht ganz sicher. So, versuchen wir das mal nochmal. Das scheint aber gut zu klappen hier. Also das sieht auf jeden Fall besser aus als unser erster Versuch, den wir hatten an der Festung Haze. So, wir wollten mal Abstand halten. Verhalten wir uns mal ein bisschen wie ein Magier. Oh, jetzt kommt sie. Oder er, oder was auch immer. Oh, jetzt haben wir keine Fokuspunkte mehr. Das heißt, wir nehmen mal kurz was aus der Flasche und legen mal nach. Okay, wir können uns schnell werfen. Oh, glaub, wir haben es schon. Oh, das war ja einfach. Okay, gut. Hat uns nicht mal getroffen hier. Und wir können hier irgendwas einsammeln. Wir haben den Eierstock eines Landoktopus gefunden. Na, großartig. Und Streifen weißen Fleisches. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal kurz ins Inventar, was wir da gefunden haben. Also hier bei den Verbrauchsmaterialien ist es nicht, da müsste es ein Herstellungsmaterial sein. Ich glaube, da ist es auch schon, genau. Material zur Herstellung von Objekten. Ja, findet man durch die Jagd auf Landoktopusse. Gut, haben wir. Können wir 999 von sammeln, na großartig. Beziehungsweise 1998, wenn wir das Lager voll ausnutzen. Nun gut, sehr schön, das war das. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Und dann nehmen wir mal das Schwert wieder in die Hand. Ach nee, da vorne sind ja noch welche von den Kleinen. Und da glitzert irgendwas sehr interessant. Okay, das sollten wir uns vielleicht anschauen gehen. So, dann würde ich sagen, wir nehmen wieder die Flammenschleuder raus. So, mal sehen, das müsste bei den Kindern auch genauso gut funktionieren.
Ja, das hatten wir ja schon rausgefunden. Sehr schön. Gut, und wir können hier irgendein Material einsammeln. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir die Kleinen hier beseitigen. Ja, das funktioniert auch ganz hervorragend. Gut, wir brauchen aber dringend mehr Fokuspunkte. So viel steht fest. So, das war das. Jetzt greift uns nicht weiter an. Da hinten ist noch ein weiterer. Dann schalten wir den mal ohne aus, wenn wir schon dabei sind. Oh, jetzt haben wir keine Fokuspunkte mehr. Also brauchen wir mal einen Schluck aus der Flasche. Vielleicht lädt sich ja bei dem denn auch die Flasche wieder auf. Ja, ich glaube, wir haben die Flaschenaufladung erhalten. Großartig. Sind sogar beide Flaschen wieder aufgefüllt. Sehr schön. Und wir haben hier ein goldenes Glühwürmchen gefunden. Okay. Da scheinen noch weitere zu sein. Sieht das richtig? Ja. Okay. Hat doch immer goldene Glühwürmchen sind. Die hat man bisher noch gar nicht gefunden. Scheint auch ein Herstellungsmaterial zu sein. Wir schauen nochmal ganz kurz ins Inventar. So, Herstellungsmaterialien. Ich glaube, hier sind sie. Genau. Genau, Material zur Herstellung von Objekten. Mhm. Ja, wir hatten ja schon silberne Glühwürmchen in der einen Höhle gefunden. Ich glaube, die ersten haben wir in der Erdschlundhöhle gefunden. So, und jetzt glitzert hier noch irgendwas sehr interessant. Können wir hier irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. Mhm. Okay, können wir da vielleicht was, wie das in Elmring so ist, mit dem Schwert machen? Ja, okay. Wir haben einen goldenen Skarabäus, so wie das aussieht. Bleib stehen. Okay, mal sehen, ob der für irgendwas für uns hat. Nee, wir haben nur eine Libelle. Okay. Okay. Haben wir jetzt wenigstens... Nee, wir haben eigentlich keine Flasche verbraucht von unseren... Nee, ich glaube, da haben wir alles voll. Nee, okay. Aber dann war das vielleicht nur eine Flaschenaufladung. So, und da drüben scheinen weitere von diesen Glühwürmchen zu liegen. Oder nehmen wir doch die mit, wenn wir uns das hier schon freigeräumt haben. Okay, die scheinen irgendwie ein bisschen was seltenerer zu sein. So, gucken wir mal. Hier ist noch eins. Sehr schön. Gut, so, haben wir hier noch was anderes Interessantes vielleicht. Gucken wir mal hier drüben nach am Felsen. Vielleicht findet sich ja hier noch irgendwas. Vielleicht haben wir noch eine Höhle. Nee, scheinbar nicht. Gut. Dann haben wir hier eine Spalter. In Ordnung. Gut, auch keine Leuchteschädel. Na gut, dann wartet das wohl. Ich glaube, hier oben brauchen wir uns nicht noch weiter umschauen. Da kommen wir auch bloß wieder zu dem Turm zurück. Ja, dem Turm der Heimkehr oder zur Rückkehr. Das müssen wir uns, glaube ich, nicht nochmal geben. Da können wir auch so hinreißen. Da brauchen wir die Truhe nicht. Oh, hier ist noch ein Absatz. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas vielleicht ist. Das könnte ja sein. Da unten, Tatsache, da unten ist noch was. Okay, dann würde ich mal sagen, dann nehmen wir da mal runter. Aber immer vorsichtig runter. Okay, da sitzt wieder ein Adler auf dem Stuhl. Mal sehen, was der dabei hat. Oha, ein Pilz. Na, großartig. Den hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Na gut, okay, aber wir kriegen einen netten Blick auf Schloss Monet. Also von daher hat es sich vielleicht doch gelohnt. Okay, gut, wartet das. Kann man hier vielleicht noch irgendwas machen? Wer will, können wir irgendwo runterspringen? Aha, naja, okay, ich glaube, das ist keine gute Idee. Okay, mich würde aber mal interessieren, wo diese Strukturen mal ursprünglich hingeführt haben. Tja, wer weiß, vielleicht war das mal ein Hafen oder so. Tja, wer weiß. Gut, so, wie kommen wir denn jetzt hier wieder hoch? Kommen wir hier irgendwie wieder hoch? Mal sehen. Ich weiß, wir kennen die Idee, dass wir hier runtergesprungen sind. Mal sehen, ob wir hier hochspringen können. Ja, das geht jetzt sehr schön. So, den Reiter da vorne lassen wir mal besser aus. Oh, aber hier sind noch drei Kameraden, da liegt noch was auf dem Boden. Das sollten wir uns vielleicht bei der Gelegenheit noch anschauen. Also, was heißt Kameraden? Drei Soldaten. So. Und jetzt haben die uns ja die Mangel genommen, weil die Zielaufschaltung so schön funktioniert hat. Und der hat schön gewechselt zwischendurch. So, das ist erledigt. So, hier haben wir einen Kopf einer großen Libelle. Wir haben noch ein paar Bolzen und wir machen uns mal wieder auf den Weg. Ich glaube, der da hinten hat uns gesehen. Nee, hat er nicht. Gut, den müssen wir hier normal machen. Den haben wir ja schon gehabt schließlich. So, dann würde ich sagen, ups, jetzt werden wir schon beschossen. Gut, dann würde ich sagen, wir reiten mal runter in die Ebene, da wo das Mausoleum ist. Und dann würde ich sagen, wir nehmen uns nochmal ein paar von den Soldaten hier vor. Also hier sprich von den kopflosen Geistersoldaten. So, aha, keine zu sehen gerade. Das ist ja merkwürdig. Ist aber auf jeden Fall besser, wenn wir das Mausoleum angehen wollen. Ich glaube, wenn die nicht unbedingt im Weg rumstehen. Deswegen würde ich sagen, räumen wir noch ein paar ab, auf jeden Fall bei der Gelegenheit. Nicht, dass die uns da, während wir uns auf das Mausoleum konzentrieren, uns in den Rücken fallen. So, dann würde ich sagen, hauen wir den hier erstmal weg.
Ah, schade, dass wir die nicht mit einem Schlag erwischen, dass da so wenig HP nur noch übrig bleiben. Der hat Ufert fallen lassen. Okay. Schauen wir mal gleich. Aber wir machen erstmal den anderen hier fertig. So, sehr schön. Der hat Ufert fallen lassen. So. Wir haben einmal Bolzen gefunden und nochmal Bolzen. Okay. Ich sehe gerade, wir sollten uns vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal ganz kurz eine Heilung verpassen. Und dann werden wir uns die drei da vorne vornehmen. So, nehmen wir das Schwert wieder raus. Müssen wir nicht unbedingt unsere heilige Klinge für benutzen, auch wenn es Geister sind oder geisterhafte Wesen. So. Oh, der ist ausgeschaltet. So, wo ist der andere hingesprungen? Da ist er. Auch schon erledigt. Sehr schön. Der andere hat unerwartet fallen lassen. Mal gucken, ob wir noch mehr Bolzen kriegen gleich. Da hinten ist noch eine weitere Dreiergruppe. Ja, ich glaube, das ist ja ein Suit. Wenn wir da an das Mausoleum ran wollen, dann sollten wir die auf jeden Fall wegräumen. So, hier haben wir nochmal einen Schmiedestein der Stufe 1 gefunden. Das ist sehr schön. Und dann werden wir uns die drei da drüben noch vornehmen. Und dann können wir uns, glaube ich, langsam mal dem Mausoleum nochmal zuwenden. So, der hat uns schon gesehen. Das ist sehr schön. Dann soll er herkommen, wenn er was möchte. Oh, ein bisschen anstrengend, dass die dann immer wegspringen. Dazu wäre die Sache nur unnötig. Oh. Und der andere möchte auch noch... Oh, jetzt hat er uns die Ausdauer genommen. Beziehungsweise wir hatten durch den Angriff keine mehr. Aber ist ja Judean. Oh, müssen wir mal aufpassen, dass wir ja nicht irgendwie in Richtung des... Nee, Mausoleum ist weit genug weg. Und dann haben wir die beiden so mit einem Schlag erwischt. So, die hat noch nichts dabei. Schade eigentlich. Gut, so, okay. Dann würde ich sagen, wir hatten ja da schon ein bisschen was ausprobiert. Ich würde sagen, wir steigen am besten auf Sturmwind und versuchen das mit der Flammenschleuder auf Entfernung. Ich glaube, das ist die sicherere Taktik. Ich glaube, man kann die auch mit einem Schwert abschlagen, der die weißen Verunreinigungen, würde ich so mal nennen. Aber ich glaube, das ist die sichere Variante. So hat er den Fuß jetzt abgestellt. Weil wir warten mal, bis er den Fuß wieder hebt. Ich glaube, den setzt er jetzt gerade in unsere Richtung. Sehr schön. Und jetzt können wir, glaube ich, mal sehen. Oh, das war jetzt zu kurz geschossen. Okay, mal ein bisschen mit dem Zielen noch üben. Okay, das hat gesessen, glaube ich. Dann machen wir das hier drüben gleich nochmal. Oh, jetzt setzt er den Fuß gerade hoch. Gehen wir beiseite. Nicht, dass uns hier was passiert. Ich glaube, da bringt uns auch, egal wie viel HP wir haben, das nischt. Oh, jetzt war jetzt zu kurz geschossen. So, das sah gut aus. So, versuchen wir mal die Füße zu rein. Ich glaube, wir brauchen erstmal mal einen Schluck aber aus den Himmelstränen. Ah, wir brauchen dringend mehr FP. Also das steht fest. Ja, so, versuchen wir mal den Fuß da zu erwischen. Oh, wir haben nochmal was abgeschossen. Beziehungsweise was abgeschlagen kann man ja eigentlich nicht sagen. So, das sieht euer Süd aus. So, oh, wir haben ja noch einen Schädel. Den nehmen wir mit bei der Liegen. Also viel Zeit muss sein. Das lassen wir uns ja nicht entgehen. Hier scheint... Oh, das ist schade jetzt. Jetzt hat er gerade den Fuß gehoben. Jo, versuchen wir mal hier. Auf den hebt er jetzt nicht hoch. Da haben wir vielleicht... Ah ja, ich glaube, vier Stellen mit einmal abgeschlagen. Sehr schön. Machen wir hier mal weiter. So, mal gucken, wo stellt er den hin? Da. So. Und dann machen wir das... Das ist aber gemein. Hat er gerade erst abgestellt. Ist ein bisschen unberechenbar, wie die Füße hebt. So, das ist abgeschlagen oder gesäubert. Jetzt hebt er den schon wieder. Naja, vielleicht kitzelt ihn der auch am Fuß, wer weiß. So, da haben wir was abgeschlagen. Naja, der hebt bewusst immer scheinbar den Fuß, den wir gerade... Oh, wir haben schon wieder keine Fokuspunkte mehr. Oh je, ich befürchte, wir können nicht alles mit der Taktik machen. Na gut. So, das haben wir. Und dann werden wir das hier nochmal machen. Oh. Oh, das hat er gesessen. So, dann würde ich mal sagen, wir suchen mal noch eine Stelle, wo viel ist. Und machen das hier auch nochmal. Oh, ich glaube, es passiert irgendwas. Okay, ich glaube, er senkt sich. Also, das Mausoleum senkt sich. Okay, schöne Staubwolke. Okay, ich glaube, wir haben es ja schon. Okay, man muss wohl nicht alles machen. Man muss bloß eine bestimmte Menge wohl machen. Sehr interessant. Ich glaube, dann haben wir beim letzten Mal wirklich ganz kurz vorher aufgehört. Ah je, nein, das ist ja was. So, können wir jetzt hier irgendwas machen? Auf jeden Fall hat er die Bimmel aufgehört, das ist gut. Das ist schon mal sehr viel angenehmer. So, wir nehmen erstmal den Schädel hier mit. So viel Zeit muss sein, kennt ihr ja. So, noch eine goldene Rune Stufe 1. So, kommt man hier irgendwo hin? Mal schauen, will ich irgendwo einen Zugang finden? Sieht nicht so aus. Ah ja, doch hier scheint was zu sein. Da ist definitiv ein Tor.
und da sind Stufen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal das Schwert vorsichtshalber in die Hand und nehmen mal unsere Purpurtränen, wer weiß, was uns da drin gleich erwartet. So, ich denke mal, wir können das Tor hier aufmachen. So, gucken wir mal. Bin gespannt, was uns da erwartet. Wir nehmen auf jeden Fall mal das Schild hoch. Okay. Uns greift dafür nicht direkt was an. Das ist schon mal gut. Okay. Gut. So, jetzt? Hier scheint nichts zu sein. Können wir hier irgendwas machen? Ich sehe hier nichts. Okay, können wir uns den hier anschauen? Ja, wir können uns die Überreste hier anschauen. Okay, dann machen wir das mal. Aha. Echo-Duplizierungsmenü. Über das Echo-Duplizierungsmenü könnt ihr bereits erhaltene Echos duplizieren. Das schließt auch Echos ein, von denen ihr bereits Kraft empfangen habt. Eine Duplizierung kann nur einmal pro Mausoleum ausgeführt werden. Aha, okay. Gut, wir haben wohl keine Echos, die wir duplizieren können. Nun gut, ich glaube, das haben wir hier erstmal umsonst gemacht. Na gut, dann können wir hier wo rausgehen. Na, sehr schön. Okay, ja, aber von diesen Echos hatte ich schon mal gehört. Wie gesagt, man ist ja leider nicht spoilerfrei. Sollen wohl besondere Gegenstände sein, die eine mehrfache Verwendung ermöglichen, wo man sich dann entscheiden muss, was man damit anfängt. Dann erklärt das auch, warum man sie duplizieren kann. Okay, gut. Bin ich gespannt, wann wir das erste Echo finden. Gut, so, schauen wir uns hier mal weiter um, ob es hier noch irgendwas gibt. Das sieht hier erstmal aus wie ein Kindersarg, würde ich sagen. Gucken, ob wir das zerbrechen können, ob sich da vielleicht doch noch irgendwas drin findet. Nee. Na gut, dann wird das hier wahrscheinlich auch vergeblich sein, dass wir draufhauen, ja. Gut, okay, na, dann haben wir das Mausoleum wohl umsonst gemacht. Tja, gut, ist das so. Aber wir haben es gemacht. Wir haben es gesehen, nur immerhin. Gut, dann haben wir die Macht, um es zu machen, erst einmal wohl. So, jetzt war doch hier ein Ort der Gnade in der Nähe. Dann würde ich sagen, wenn wir das schon gemacht haben, ist es glaube ich näher zu der Gelegenheit, dass wir uns erst einmal ausruhen. Wir haben ja jetzt auch gar keine Fläche mehr, um unsere Fokuspunkte wieder herzustellen. Wir haben jetzt auch hier keine Aufladung mehr, haben wir keine mehr. Oh, hier haben wir doch auf jeden Fall haufenweise Sonnenblumen, na, dann nehmen wir die erstmal mit. So, so viel Zeit muss sein. Ah ja, da drüben ist der Ort der Gnade. Hier gerade ein bisschen falsch verortet. Dann würde ich sagen, wir rasten mal. So. Und füllen mal unsere Fläschchen wieder auf. So. Sehr schön. Dann haben wir das auf jeden Fall. So. Aha, und das Mausoleum ist nicht wieder aufgestanden durch die Rast. Das ist sehr interessant. Okay, da muss man die wirklich bloß einmal machen. Aha, und jetzt fällt hier noch was ganz anderes auf. Wo sind denn die kopflosen Geistersoldaten hin? Hier standen doch immer zwei. Hier hatten wir doch unsere Übung mit den Anrufungen gemacht. Mhm. Die sind nicht mehr da. Okay, dann sind die tatsächlich miteinander verbunden gewesen. Na, das ist ja spannend. Wir mal schauen hin, ob tatsächlich alle weg sind. So, jetzt hatten wir doch hier auch die Dreierpatrouille. Die scheint auch weg zu sein. Tatsache. Die ist doch hier immer den Weg runtergelaufen. Nö, nichts zu sehen. Okay, also die sind definitiv miteinander verbunden. Es war interessant, dass die jetzt aufhören. Dann würde ich mal sagen, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, hier drüben stand auch noch eine Gruppe, die haben wir doch jetzt gemacht zum Schluss. Die ist auch weg. Sind die hier noch drüben an der vierten Kirche von Marika? Mal schauen. Ja, da sind noch ein paar. Das ist ja sehr interessant. Okay, gut. So, oh, da hinten haben wir noch ein paar Fledermäuse, in Ordnung. Oh, hier unten haben wir noch einen Adamplatz, wie es aussieht. In Ordnung, ist mitgenommen. Dann würde ich sagen, tja, sind wir hier eigentlich erstmal fertig. Gut. Haben wir uns hier umgeschaut, können wir jetzt nochmal die Soldaten machen. Ja, wäre eigentlich interessant, weil wir hatten ja bei denen schon nette Stiefel gefunden. Vielleicht wir bei denen. Oh, das ist jetzt, glaube ich, nicht gut. Jetzt kommen noch die Fledermäuse. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen gewagt hier, die Geschichte. Oh, ein bisschen vorsichtig sein. Das war jetzt der falsche Moment auf jeden Fall. Also alle hier auf einmal machen sollten wir auf keinen Fall. So, gehen wir nach hinten. Das muss ja nicht sein. Oh, da gibt denn nämlich Gruppenkeile. Aber für die offensichtlich. So. Ein bisschen verwundet, aber nicht weit bestimmt. Oh, und bloß einer von denen hat uns offensichtlich jetzt angegriffen. Und die Fledermaus zieht sich schwer verwundet zurück. Und ist erledigt. Okay, wir haben also nur einen von den Geistersoldaten hier rausgelöst. Na, das ist ja sehr interessant. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Soldaten hier mit. Schauen wir auch mal oben an der Kirche, ob die vielleicht auch weg sind. Nee, die stehen auch noch da. So, kümmern wir uns erstmal um die Geister hier, ganz kurz.
So viel Zeit muss sein. Bringen auf jeden Fall ein paar Runen. Und vielleicht, wie gesagt, bringen sie uns noch vielleicht ein Rüstungsstück, was wir hier brauchen können. Mal sehen, ob wir vielleicht Glück haben. Auf jeden Fall haben wir Glück und sie droppen auf jeden Fall beide etwas. Aha, wir haben ein Mausoleum-Soldatenwappenrock gefunden. Ja, das ist doch mein Wunsch hier in Erfüllung, Ian. So, bevor wir uns das anschauen, würde ich sagen, wir gucken mal, ob die vielleicht noch in Dropplaune sind. So. Oh, der ist erstmal in Laune zurückzuspringen. Wir aber auch. Oh, der ist erledigt. Der hat auch nichts fallen lassen, so wie es aussieht. Ah, wenn man die gegen die Wand macht, springen die ja nicht so weit zurück. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Doch, der hat noch was fallen lassen. Ein Messingschild. Oh, haben wir das Messingschild tatsächlich zweimal gefunden? Ich glaube. Schauen wir mal ganz kurz. So, wir schauen erstmal bei den Schilden rein, bevor wir uns den Wappenrock anschauen. So, ja, tatsächlich. Okay, naja, gut, das Schild ist, glaube ich, 100 oder 200 Runen wert. Also von daher auch nicht so verkehrt. Und jetzt haben wir hier einen Wappenrock gefunden. Schauen wir uns den mal an. Okay, der vergleicht das jetzt nicht so, wie ich das gerne hätte. Das müsste man, glaube ich, über die Ausrüstung machen. Aber was ich hier sehen kann, sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Gut, hat nicht so viele Immunitäten. Ah, okay. Nee, also da ist er definitiv schlechter. Also das sieht man auf jeden Fall. Bietet allerdings mehr Gleichgewicht, aber weniger Lebenskraft und so weiter. Also das ist nicht so. Aber die Schadensresistenzen sehen ganz nett aus. Also würde ich sagen, wir werden das mal über die Ausrüstung mal kurz anlegen, aber nicht verwenden. So. Gut, dann ist das Stück auf jeden Fall nichts für uns, würde ich jetzt mal behaupten. So, also wir mal kurz in die Ausrüstung und legen mal kurz diesen Mausoleums-Soldatenwappenrock an. Gucken wir uns mal wenigstens damit an. Okay, sieht auch ein bisschen, naja, ich würde sagen, ein bisschen schäbig aus. Na gut, okay, passt aber zum Helm, naja, klar. Na gut, okay, legen wir das mal wieder ab und legen mal wieder unsere Bekennerrobe an. So, ach nee, müssen wir wieder über die Ausrüstung machen, auch ein bisschen ungünstiges System, dass man das nicht sowohl über das Inventar als auch hier über die Ausrüstung machen kann. Na gut, wer weiß, was sie sich dabei wieder gedacht haben. Achso, ja stimmt, da war ja was, Konsolensteuerung. Nun gut, so, wartet das. Oha. Aha, das war ja gerade sehr interessant. Gut, geht wieder. So. So, jetzt noch was. Wir haben hier noch was in der Nähe, was ich mir gerne anschauen würde. Und damit meine ich jetzt nicht den Schädel hier mit der goldenen Rune. Ja, den Leuchteschädel mit der goldenen Rune. Sondern mir ist was aufgefallen. Ihr könnt euch ja sicherlich denken, ich bin ja ab und zu im Spiel unterwegs, um Screenshots für die Folgen zu machen. Und dabei ist mir hier in der Nähe etwas aufgefallen. Und zwar, ich glaube, hier oben war das. Mal sehen, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Oder ob es da oben war, da bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, hier war es nicht. Okay, dann muss es da oben sein. Was ich mir gerne nochmal anschauen würde. Und zwar müsste da oben ein Scarabeus sein. Da ist er auch, genau. Bin ich mal gespannt. Wir müssen übrigens mit Sturmwind da hoch irgendwie, genau. Und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist ein goldener Scarabeus. Mal sehen, ob wir den kriegen können. Ups. Nicht hier über die Kante weg. Oh, jetzt ist er über die Kante. Und der ist abgestürzt. Oha. Und wir haben eine göttliche Festigung erhalten. Wenn ich das richtig deute, ist das eine Anrufung. Das klingt sehr interessant. Nehmen wir die mal. So. Und schauen uns die gleich mal an. So, also gucken wir mal ins Inventar bei den Zaubern bzw. Anrufungen. So, ich glaube, da haben wir sie. Nee, das ist die Zurückweisung. Das ist der Assassinenschritt, dann ist es das hier, genau. Göttliche Festigung. Erhöht die Heiligschadenresistenz. Na, das klingt doch großartig. Gut, ja, na, das ist ja schön. Das ist also dann soweit ähnlich. Wir hatten ja schon mal Ähnliches ja bei unserem Lehrmeister in der Tafelrundfeste gesehen, aber für Feuer. Haben wir das jetzt also für Heiligschaden. Das kann nicht schaden, würde ich sagen. Gut, so, dann sind wir hier wohl erst einmal fertig. Und mir fällt noch was anderes ein. Wir haben doch hier in der Nähe die Katakomben des Gräberwalds. Und da war ein Bereich mit so einem ja, weißen Nebel abgetrennt. Und ja, den konnten wir uns wohl mit einem Steinschwertschlüssel freischalten. Und als wir die Katakomben besucht haben, hatten wir keine Steinschwertschlüssel mehr.
Also würde ich sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall welche im Inventar. Bin mir zwar gerade nicht sicher, wie viele. Obwohl, das sollten wir vielleicht mal überprüfen, bevor wir hinreiten. Tja, sonst können wir uns vielleicht den Weg sparen. Also schauen wir nochmal ins Inventar. Und zwar bei den Schlüsseln müssten die liegen. Genau, da sind sie auch schon. Da haben wir den Steinschwertschlüssel und da haben wir auch 4 Stück. Sehr schön. Dann können wir uns auf jeden Fall dahin mal auf den Weg machen. Und mal schauen, was hinter diesem Nebel liegt. So, also reiten wir am besten einfach durch. Und schauen uns das mal an. Oh, wir haben ja noch einen Druiden, glaube ich. Ja, dann erledigen wir den mal noch. Oh, bringt auf jeden Fall ein paar Runen und dann auch noch irgendwas dabei. Schauen wir mal. Eine befleckte goldene Sonnenblume. Na, großartig. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, ich glaube, hier sind... Ja, okay. Da ist ein weiterer von denen. So, ausgeschaltet. So, ich glaube, hier waren aber noch weitere. Genau, da ist noch ein weiterer. Ne, 2 sogar, okay. Dann nehmen wir die auch noch mit. So. Und der soll sich mal ja nicht einfallen lassen, unser Schild zu verbeulen. Meine Güte. So, oh. Da drüben müssen wir hin, aber ich sehe gerade, da sind die Geisterquallen wieder. Na, das ist ja sehr interessant. Ja. Okay, dann hängt das also nicht davon ab, ob man die Katakomben gemacht hat, sondern glaube ich, zu welcher Tageszeit man da ist. Wenn ich das jetzt richtig deute, dann nehmen wir die doch auch noch auseinander. Oh, bringt 15 Runen, also eigentlich muss man sie deswegen wohl nicht machen. Nun gut. Okay, dann können wir glaube ich die andere ignorieren, wenn die uns ignoriert heißt. Na, ich glaube, die schießt aber gleich mit Gift. Gut, nehmen wir sie mal aus dem Target, die mal rein. So. Haben wir das. So, ich würde sagen, wir nutzen kurz die Gelegenheit und rasten erst einmal. Das weiß ich auch gar nicht. Nee, so viel kann das nicht gegeben haben. Wir schauen mal ganz kurz in unseren Status. Nee, wir haben 2255 Runen. Ja, auch der große Oktopus hat nicht so viel gegeben. So, da ist der Nebel, ich mich richtig erinnert. Und da vorne liegt etwas. So, dann werden wir mal hier den, ja, die Statue untersuchen und den Steinschwertschlüssel benutzen. Genau. So, Steinschwertschlüssel durch die Benutzung zerbrochen und wir werden uns hier mal umschauen. Oh, okay. Wir haben erstmal Skelett. Tö. Okay, so 2. Im Weg ist noch 1. Und der braucht hier... Ah, das ist wieder einer von denen. Okay. Jetzt ist er hier am Boden, der arme Kerl. Oh, der kann auch gleich mal liegen bleiben. Wir müssen uns aber mal umdrehen. So, und dann die beiden hier erledigen. So, der eine hat den Schlag noch auch mit abgekriegt. Und der baut sich wieder zusammen und ist auch erledigt. Und der hat irgendwas dabei. Ein Pilz. Na, großartig. So, und dann können wir uns mal hier wahrscheinlich umgucken. Wartet jetzt mit den Skeletten. Sieht so aus. Okay. Gut, so, was haben wir hier? Überreste. Und ein Handbuch 9 des nomadischen Kriegers. Sehr, sehr schön. Da würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir da gefunden haben. Also gehen wir mal ins Inventar und gucken uns dieses Rezept an. Mal sehen, wo wir es finden können. Hier müsste es sein, genau. So, Handbuch 8, da ist das 9. So, und dann würde ich sagen, achso, müssen wir die Ansicht wechseln. Mit diesem Wissen könnt ihr Folgendes herstellen. Ein Grolltopf. Das klingt ja interessant. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Objektherstellung, was ein Grolltopf macht. Und wo wir ihn finden können. Feuertopf, Schlaftopf, da muss hier... Da ist er schon. Ein Grolltopf, verbraucht FP, werfen, ruft rachsüchtige Geister. Oh, das klingt interessant. Das könnte man ja glatt mal ausprobieren. Da fällt mir noch was ganz anderes ein. Okay, ich würde sagen, wir werden uns den gleich mal herstellen. Boah. Wir brauchen dafür Grabpfeilchen und einen Menschenknochensplitter. Okay, ist alles ein bisschen seltener auf jeden Fall für uns hier auf jeden Fall noch. Aber ich würde mal sagen, wir stellen mal einen her. Ja, mehr Töpfe haben wir leider nicht. Ja. Gut, haben wir den auf jeden Fall. So, und dann würde ich auch sagen, vielleicht sollten wir gleich mal ausrüsten. Denn mir fällt nämlich noch etwas anderes ein. Wir sind ja jetzt hier... Ja, quasi in den Katakomben unter dem Erdenbaum. Und oben war ja an dem Erdenbaum noch, ich würde sagen, irgendein großer Gegner. Und da würde ich sagen, wäre das vielleicht ja keine schlechte Gelegenheit, wenn wir den da ausprobieren. Denn den haben wir noch nicht gemacht. Oh, gut. Okay, dann würde ich sagen, wir sollten hier erstmal rasten, auf jeden Fall. So. Und dann wollen wir uns beim nächsten Mal, ich glaube, das geht sich heute nicht mehr aus, den angehen. Da würde ich sagen, bereiten wir uns darauf vor, wie auf einen
anderen Bosskampf auch. Das heißt, ich würde gerne die Flaschenaufladung schon mal verändern. Ja, wenn es wieder ein Boss ist, dann kommen wir ja nicht dazu, groß unsere Zauber einzusetzen. Obwohl, nee, da machen wir das auf jeden Fall so, dass wir 5 Ladungen für die Purpurtränen nehmen und nur eine für die Himmelstränen. Das gefällt mir auf jeden Fall besser, wenn wir irgendwas Großes angehen. Oh, wir müssen es noch bestätigen, nicht abbrechen. Alles klar, verteilen wir es um. Sehr schön, haben wir das. Gut, dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, unsere Geisterqualle zu rufen, diese zusätzlichen Geister zu rufen. Das können wir dann mal ausprobieren, gleich bei der Gelegenheit. Und ja, dann haben wir noch eine Aufladung, wo wir uns entweder mit heilen können oder ja, die wir nutzen können, um ihm vielleicht mit der Flammenschleuder beizukommen. Gut, das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal probieren. Für heute soll es das erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Hier mit dem Mausoleum, mit dem wandernden Mausoleum. Unser Kampf gegen den Riesenoktopus und jetzt hier diese kleinen Geheimnisse, die wir aufgespürt haben. Wie gesagt, so ein paar hatte ich schon vorher entdeckt, dadurch, ja, wie gesagt, dass ich die Screenshots mache. Aber wie gesagt, das gehört irgendwie dazu. So. Das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Elden Ring weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.